So wichtig, Flo, im Darts, Timing. Gerade wenn sich alles so irgendwo zwischen 12 und 15 Darts abspielt. Aber das ist auch gutes Timing jetzt hier. 141 möglich! High Finish von Fallon Sherrock! Cool gespielt von Fallon Sherrock! Und was ist das jetzt für ein Darting-Drama hier? Gabriel Clemens führt hier mit 3:1 und jetzt führt Fallon Sherrock 4:3. Fakt ist jetzt, wer das nächste Leg gewinnt, der ist definitiv im Achtelfinale. Beide gleich auf. Beide starten mit einem Triple. Also Gaga macht schon extrem spannend in diesen Entscheidungsspielen beim World Matchplay. Und Fallon Sherrock, die holt jetzt aber Darts hier raus. Ja, der rutscht hier in die Triple 5. Ja. Aber der ist auch gut. So, zieh nach. Ja. Ja. Und noch einen. Ja, Finish steht. Auch die 140 ist gut. Finish steht. Aber auch da steht ein Finish. Was für ein Race und Achtelfinale hier in diesem Match. Und der ist gut. So, der ist gut. 104 stehen. Ah, jetzt schön. Was 76. 86. 68. Aufgepasst. Ist möglich. Der Big Fish. Oh. Bullseye, Fallon Sherrock zieht die 170, beendet dieses Match und was ist denn jetzt hier los? Hut ab. Das ist ja nicht zu glauben. Wahnsinn. Ist das bitter für Gabriel Clemens auf der einen, ist das sensationell auf der anderen Seite von Fallon Sherrock. Also spektakulär ist das falsche Wort. Gibt es überhaupt ein Wort für das? Das glaubt doch kein Mensch. Fantastisch, furios, unglaublich. Das hat schon einen Hauch von Magie, was Fallon Sherrock hier in diesem letzten Leg spielt. Den Big Fish zum Achtelfinale. Und wieder tobt ein Saal. Und wieder ist die Queen of the Palace die Hauptperson in diesem Turnier. Wahnsinn!